Hallo liebe Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie der termingebundene Wettbewerb Straßenkampf funktioniert. Hierzu gehen wir auf das Eventzentrum, draufdrücken und fahren da zum termingebundenen Wettbewerb. Hier. Der Straßenkampf ist hier erklärt. Für eine Level 1 Einheit bekommen wir 100 Punkte, Level 10 gibt 1000 und so weiter. Genau. Und für die erste Belohnung brauchen wir 46.000, für die zweite 92 und wenn wir das Gold wollen, müssen wir 184.000 Punkte erreichen. Ich habe jetzt da schon 5.000 und zeige euch mal, wie das geht. Gehen zurück und gehen auf die Karte und suchen uns eine Einheit, die wir angreifen. Möglichst hoch. Möglichst wenig Ressourcen verschwenden. You think you can kill me? Level 14. Schicken wir auch gleich mal los. So, das war der Motor. Jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt da 6400, weil wir eine Level 14 Einheit besiegt haben. Ich habe jetzt meine ganze Energie aufgebraucht bei den Angriffen und wie ihr seht, ich habe erst 24.300 Punkte. Also Leute, sofort anfangen, Gas geben, wenn ihr die 184.000 erreichen wollt. Denn ansonsten muss man zukaufen. Aber ich zeige euch mal, wenn ich hier einen Gegner drücke mit zu wenig Energie, dann müsste ich hier von meinen Reserven nehmen, zum Beispiel die 10 Ausdauer oder die 50 Ausdauer anbrauchen. Stop trespassing here. Das werde ich aber nur tun, wenn ich sehe, es wird knapp, sonst lasse ich das mal lieber bleiben. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren.